Jo, weiter geht's hier im Spiel A Night of the Dead. Wir sind jetzt in der 11. Nacht und haben nichts vollbracht. Gut, ihr seht, ich habe hier also massig abgeräumt. Das, was wir alles nicht mehr brauchen, habe ich schon einmal weg. Und das befindet sich schon in der Polizeistation. Und dann noch einmal kräftig auf den Straßen und in den Häusern looten. Könnte also noch einmal eine bis zwei Nächte könnten das hier noch einmal werden, die wir hier verbringen, um genügend Zeit zu haben, alles so weit herzurichten. Schauen wir mal, ob das so ausgeht, wie ich mir das denke. Schön wär's. Dann hätte ich bis jetzt mit meiner Strategie recht gehabt. Mein Durchhetzen möchte ich mit dem Spiel auch nicht. Ich möchte mir da schon entsprechend Zeit lassen. Und ja, man könnte es natürlich möglicherweise wesentlich schneller spielen. Aber das ist dann Stress. Und ja, den Stress möchte ich mir nicht antun. Ich will das Spiel genießen und schön langsam aufbauen. Wie gesagt, wenn euch das so nicht gefällt, weil es zu arm an Action ist, dann, wie gesagt, wechselt einfach zu den anderen Kanälen, die das Spiel spielen. Besonders, sage ich da mal, der Hopfi Gaming, den ich ja verlinkt habe in der Videobeschreibung. Der hat also das Spiel jetzt auch schon längere Zeit gezockt. Und ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie viele Nächte er geschafft hat, aber er hat, glaube ich, insgesamt zweimal oder dreimal eine neue Base angefangen. Ja, da könnt ihr auch mal reingucken und schauen, wie er das spielt. So, dann die ersten Turnen also da oben schon rum. Diesmal werden wir nicht den Fehler machen, dass wir vorzeitig da auflaufen, wenn da noch so viele da sind. Immer ein bisschen näher hier runter. Also so wie das Spiel wohl aufgebaut ist, schaut es so aus, dass der Charakter quasi wie ein Magnet wirkt, um die Zombies anzuziehen. Und das bedeutet, dass die Zombies dann sich versuchen, den kürzesten Weg zu dem Charakter zu bahnen. Platsch ab ins Wasser. Und das muss man natürlich, bei seiner Spielweise muss man das berücksichtigen und vor allen Dingen, platsch, kommt es dann darauf hin an, wo ich mich eben aufhalte. Damit lenke und leite ich eigentlich die Zombies. Und dementsprechend, wenn man dann seine Straße mit den Waffen aufbaut, wo die Zombies gestoppt werden sollen, ja, dann darf man sich nicht an einem anderen Platz aufhalten, sondern man muss sich in dieser oder auf dieser Straße aufhalten, damit die auch in die Straße reinlaufen. Und es muss natürlich auch ein Weg dorthin geben, durch diese Straße zur Base, weil wenn der Weg unterbrochen ist, dann ist es so, dass die Zombies dann ja den Weg nicht mehr finden und dementsprechend die Base, da drüben liegt auch ein Loot-Säckchen, okay, die Base dann willkürlich angreifen irgendwo. Und das ist ja nicht so ein Sinn und Zweck von der ganzen Angelegenheit.
Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass die Zombies da lang laufen, wo wir unsere Waffen hingetan haben. Also müssen wir die Zombies immer schön richtig dementsprechend leiten und lenken. So, jetzt habe ich die Zombies natürlich wieder ein bisschen abgelenkt, indem dass ich darüber geschwommen bin. Ich darf bloß nicht darauf laufen, den Weg, sonst kommen sie mir da alle entgegen. No, 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 no. Der läuft mir aber recht weit. Suchen die sich dann trotzdem einen anderen Weg? Hey, ich stehe hier, ihr lieben Leute. Komm, ich gehe mal ein bisschen hier näher ran. Okay. Haben wir sie wieder so weit gelockt, dass sie zu die Pickers laufen? So, 0 bis 1 Uhr, die erste Stunde hätten wir ja schon hinter uns. Deswegen halte ich mich ja auch immer hier drüben auf, damit die nicht auf die Idee kommen, von der anderen Seite zu kommen. Versuchen da mal alles im Auge zu behalten, weit wie möglich. Also solange wie die da oben rumlaufen, ist das alles in Ordnung. Ja, ich meine, von der Seite her sind die Zombies schon ein bisschen dumm gehalten. Weil die könnten ja eigentlich auch von der anderen Seite da drüben kommen und übers Wasser schwimmen. Sie können ja schwimmen. Aber das machen sie ja nicht. Sind wir mal froh, dass sie das nicht machen, ne? Wäre ja Katastrophe, gell? Die suchen sich jetzt da einen Weg und finden keinen. Das heißt, dass also ein paar so Schlummis da oben rumlungern. Solange wie die Musik läuft, ist die Wave geschaltet. Ja, schauen wir mal. Ja, sage ich immer wieder, ne? Schauen wir mal, ne? Ah, da oben wieder ein Loot-Säckchen. Ja, wunderbar. Da oben, das hat ausgeschaut, als wenn da ein Halbi unterwegs ist. Rein theoretisch müsste es jetzt gleich 2 Uhr sein. Ja, genau. Dann sind es
Ganz, ja, dann sind es 10 Minuten. Mach du meine Pikas kaputt, du Lümmel, du. Ja. Noch laufen es wieder rum. Das heißt, die Wave geht so lange, bis der letzte Zombie quasi tot ist, ne? Der in dieser Wave drinnen ist. Kann also auch bis um 3 gehen, ne? Je nachdem, wie lange der braucht, bis er seine entsprechenden Pickers findet. Da haben wir schnell mal was notiert. Bin aber jetzt wieder voll da. Bin eigentlich immer voll da. So, naja, viele dürfen es jetzt eigentlich nicht mehr sein. Sollen wir denn machen? Musik läuft ja immer noch. Wir werden die doch mal ein bisschen locken, so dass sie eine etwas leichte andere Richtung einnehmen. Ah, da oben ist der Feuerteufel. Und da rennen noch viele rum. Viele auf Eckkaffeehaus. Es schaut ja lustig aus, ne? Und plumps wieder ein Säckchen ins Wasser. Können wir das holen? Schauen wir mal. Oh, wahrscheinlich ist es wieder so tief hier. Ja. Das ist wieder so tief, dass da wieder nichts geht. Nur muss ich schauen, dass die nicht von hier kommen. So, jetzt hat's ihn zerrissen. Den guten Teufel, Feuer. Teufel. So, schauen wir mal. Hier kommt wieder ein Lootpäckchen. Ja, könnten wir bekommen, oder? Oh Mann, warum ist das hier immer alles so tief, dass ich das eben nicht bekomme? Ich kann da machen, was ich will. Krieg es nicht. Mann, verreck Kaffeehaus. So, wieder eins. Ja, komm her, komm her. Komm her. Komm her. Haben wir wenigstens. Ja, wie es ausschaut. Die Welle jetzt rum. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich auch gefahrlos wieder da rauf gehen. Das werden wir jetzt auch machen. In der Hoffnung, da oben tauchen nicht dann schon wieder welche auf. Kann ja alles passieren, ne? Nämlich die Zombies, die da nämlich noch nicht gestorben sind, wenn da noch welche oben rumlaufen, die suchen sich natürlich dann den Weg zu mir und das wäre jetzt hier auf diesem kleinen Hochplateau. Aber dann müssten sie eigentlich mir schon lange entgegenkommen. Da mir keiner entgegenkommt, könnte man davon ausgehen, dass keiner mehr da ist. Und dann werden wir natürlich wieder alles looten. Und der Hase, ach, das ist ein neuer Hase. Ist nicht der von gestern, der letzten Nacht. Gott sei Dank, ne? So, tun wir gleich mal reparieren.
Oh, da haben sie ja mächtig gewütet. Also lang werden die Pickers es unter Umständen auch nicht lange mitmachen. Vor allen Dingen, wenn dann vielleicht die Horden, sagen wir mal, nicht unbedingt stärker werden, sondern mehr Leute werden, dann könnte es natürlich schon passieren, dass die ja, uns irgendwann einmal die Pickers hier kaputt machen. Das kann durchaus der Fall sein. Schauen wir mal, vielleicht haben wir das Glück und die halten noch ein bisschen durch. Ist doch eine feine Sache, so gesehen. Und ein bisschen Loot haben wir auch bekommen, also ist ja nicht so, dass das alles hier umsonst gewesen ist. Immer schön bauen. Wichtig ist da natürlich dazu, dass man dementsprechend auch das Material dabei hat, was man braucht. Wenn wir das natürlich nicht haben. Oh, au. Das hat ja wieder weh getan. So, das ist heile, heile, heile. Okay. So, jetzt müssen wir wieder mal schauen, wie wir da wieder hochkommen. Bloß nicht zu weit hüpfen, weil ich möchte nicht unbedingt in meine eigenen Pickers reinlaufen. Möchte ich vermeiden. Gut, ein, zwei, dreimal reinlaufen, okay. Das geht. Deswegen ist man nicht tot oder gleich tot. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Kaum hat man ein bisschen Leben verloren, passieren dann noch andere Sachen, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat. So, jetzt dürften wir aber eigentlich alles haben. Ist repariert. Okay. Schaut eigentlich ganz gut aus. Au! Oh, ja. Schaut eigentlich ganz gut aus. Kann passieren. Das war jetzt Demonstration, ne? Was passiert, wenn man in einen Pickers läuft. Okay. Ja, dann möchte ich es jetzt nicht weiter in die Länge ziehen, denn ich werde jetzt noch etwas farmen. Ich werde Holz schlagen. Ich werde Steine farmen. Und dann werde ich mein ganzes Zeug rüber schaffen in die neue Base. Dort werden wir alles schön verstauen. Dann gehe ich noch einmal kräftig looten auf der Straße und in Häusern, damit wir noch mal recht viele Forschungspunkte zusammenbekommen. Dann sollte eigentlich nichts im Wege stehen, unsere Base aufzubauen. Wir werden also hier wahrscheinlich noch mal zwei Nächte werden wir hier wahrscheinlich verbringen. Okay, ja, dann wisst ihr Bescheid. Ich lade euch natürlich dann wieder herzlichst ein, wenn es soweit ist. Und schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr ein paar Links von zwei Kanälen unter anderem auch. Ich freue mich auf einen Kommentar, ich freue mich auf ein Abo, wenn euch der Kanal gefallen hat. Dann ja, abonniert einfach, macht die Glocke an, dann seid ihr immer informiert, was Sache ist. Und dann sage ich einfach Holtrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PvP. Okay.